Willkommen zurück zu einem weiteren Video mit Konarium. So, den hier wollten wir jetzt reparieren. Das haben wir gemacht. Da. Tank ist empty. Der Tank ist leer. Das hat sich angehört, als ob der auf Toilette ist. So, zu. Und jetzt muss man den bestimmt hier anschalten. So. Jo, Generator arbeitet. Und wie komme ich jetzt hier rein? Da ist die Tür. Ein Büchlein. H.P. Lovecraft. At the Mountains of Madness. Berge des Wahnsinns. Verfasst von H.P. Lovecraft. Die Geschichte erzählt die Ereignisse um die verhängnisvollen Antarktis-Expedition der der Miskatonic University in den 1930ern. Der Protagonist William Dye, ein Geologieprofessor an besagter Universität, versucht eine geplante und publik gemachte wissenschaftliche Expedition nach Antarktika zu verhindern. Ich habe eine Trophäe bekommen. Yay! Das hier ist doch eine Tür. Wieso komme ich denn hier nicht rein? Naja, egal. Wir schauen weiter. Hier gibt es nichts mehr. Tür machen wir zu. Mit der können wir nichts anfangen. So, dann gehen wir erstmal wieder zu unserer Base. Alter, was war das für ein Geräusch? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Das Übermaß an fünfzackigen Formen auf den Bauwerken, die wir bisher... Okay, das war's mit Lesen. Auf jeden Fall haben wir hier drin Licht. Cool. Euch mach mal wieder zu. Alter! Was ist? Was ist das? Ja gut. Was war das für einer? Ja, ich nehme aber vorsichtshalber mit. This is Upward Expedition Base. Pequod, please come in. Willkommen, wir, ich wiederhole, hier ist Upward Expedition Base. Upward. Oh Gott, ich kann das nicht lesen. Come in. Some electrical condition in the disturbed air seems to prevent communication. Ich kann das nicht lesen. So, was haben wir hier? Victorian, Kap Rogge, Kaliuminseln, Kap Washington, Rossmeer, Franklin-Inseln, Beaufort-Inseln, Rossinseln, Kap Crozier, was auch immer. Ah, eine Mausecode-Tabelle. Doch, das da müsste das Mausecode-Dingsbums sein. Ja, gut.
hier war ja, glaube ich, nichts mehr. Außer eine Notiz. Interessant. Upu Out, Expeditionshandbuch. Ja, das ist das merkwürdige Gerät. So, da wo wir waren, lassen wir jetzt einfach mal die Türen offen. Hier war der komische Dude, also gehen wir erstmal hierher. Alter, was ist hier los? Aha. JD wird bezüglich was psychoaktiver Pflanzen. Okay. Oh, mal kurz bequem hinsetzen hier. Nein, wir wollten was lesen. Upu Au. Oh, ich kann das nicht lesen. Antarktis-Expedition. Einverständniserklärung. Durch Unterschreiben dieses Dokuments erklären Sie sich mit den unten verfassten Bedingungen einverstanden. Falschaussagen, die wissenschaftlich oder vorsätzlich gemacht werden, einschließlich auf Affidavits oder anderen weiterführenden Dokumenten, die in diesem Zusammenhang eingereicht werden können, Strafe zur Folge haben. Gesundheit. Wer gibt heutzutage schon seine richtigen Daten an? Painkiller, schön. Brauchen wir sowas? Ich hoffe es mal nicht. Okay, sie klemmt. Oh, it smells awful in here. Wenn ich öfters mal so einen Hustenanfall kriege, ich entschuldige mich schon immer im Voraus, aber ihr hört es ja sicherlich an meiner Stimme, dass ich etwas kränkeln tue. Nein, es ist nicht das Coronavirus, es ist einfach nur ein grippaler Virusinfekt und ja. Mehr brauche ich nicht dazu sagen. Okay, der ist verschlossen. Der auch. Was ist das hier alles? Der Fahrstuhl. Nein, mit dem fahren wir noch nicht. Wir gehen jetzt mal dahin, wo der komische Schattenmann war. Das war nämlich hier. Alles klar. James Barrel. Lenning. Anderson. Ah. Nikolai Google, das Porträt. If his coat is just right here, where is he now? Lost. Okay. It's locked. Uah, lass das da! Was ist dein Problem? Irgendeine Männchenstatuette. Just right here. Where is he now? Locked. Boah, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass da auf immer was rauskommt. Oh Gott, die Musik lässt nichts Gutes verheißen. Locked. Unbekannte Pflanzen der Vorzeit. Okay. Da, 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 da.
blättern. Hallo? Ich möchte gern umblättern. Egal. Aufnehmen. It's stuck. Okay. Ah, hier. Was mache ich hier gerade? Okay. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Also. Es hört sich an wie eine Zeitbombe. Wir lassen das einfach mal an. Vielleicht brauchen wir es später noch mal. Habe ich die Tür zugesperrt? Ich weiß nicht mehr, wo meine Schlüssel sind. Also wo auch immer dieser komische Dude hin ist. Ja. Wo sehe ich denn die Trophäen nochmal? Lalalalalala. Tagebuch. Okay. Irgendwas muss ich doch machen. Ich muss das bestimmt aufmachen. Dieses Objekt sieht mir wie ein Stiel aus. Ja, aber für was? Ah, steht hier was drauf? Nein. Nein. Lichtgleichung. Nein, da steht auch nichts. Okay. Wo sehe ich nochmal die Trophäen? Inventar, Taschenlampe, Tagebuch, ausrüsten. Ducken, Pausen, schnell, vorheriger Slot, nächster Slot, schnell speichern. Okay, Speicher tun wir auf jeden Fall schon mal. Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Ich muss das irgendwie aufbekommen.
Hier ist auch keine Notiz irgendwie. Was soll das? Dann lassen wir das erste Mal. Ah, okay. Eine Notiz. Die Albträume haben in irgendeinem Ausmaß angenommen, noch immer begegnet, bla 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 bla. Wer das lesen möchte, wie gesagt, auf Pause drücken. Okay. Muss man nicht. Das da. Hier ist wieder ein Zettel. Da steht auch nichts dabei. Das scheint der hier zu sein. Der hat einfach nur ein Foto von seinem Kind. Und hier auch nochmal. Okay. Ein Schlüssel. Guck mal, haben die anderen hier drüben nicht auch? Genau, die haben auch so eine Schränke. Okay, zu dem Foto sage ich jetzt mal nichts. Eine der Kompositkugeln, die wir auf unseren ersten Erkundungsexpeditionen entdeckt haben. Sie besitzt ein geöffnetes drittes Auge auf der Stirn. Ja, das hat auch irgendwas zu bedeuten. Und ein Babyfoto. Locked. It's locked. Ich hab doch aber einen Schlüssel. Warte mal, der Schlüssel, ist das zufällig für mein Zimmer? Nee. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Mich irritiert das ein bisschen, dass der Dude, der Schattenmann, hier weg ist. Von hier sind wir gerade eben gekommen. Wie hieß der? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Frank Gillmann. Gillmann. Okay. Für was ist der Schlüssel eigentlich? Das wollen wir nicht. Wir wollen das auch nicht. Das hier. Ein Schlüssel mit der Aufschrift Johann Dwight. So. Eine neue Notiz. Mir ist aufgefallen, dass sich der Zustand der geistigen Gesundheit... Lalalala, Rest der Mannschaft ausgewirkt hat, als ich die Gelegenheit hatte, selbst mit ihnen zu sprechen. Extra Symptome zwar nicht, ihr Zustand schlecht. Okay. If his coat is just right here, where is he now? Dann fahren wir jetzt mal mit dem Fahrstuhl, der hier drüben war. Nein. Hier drüben war er. Aber was sich oben oder unten verbirgt, das erfahren wir im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.